Wie in Silber investieren? Wie geht's weiter mit Silber? Ist eine Korrektur derzeit am Markt oder stehen wir vor einem Silbercrash oder gar vor einer Explosion des Silberpreises? Was ist nun richtig? Wie in Silber investieren? Wie geht's weiter? Das sind die Fragen, die wir uns heute anschauen. Silber ist ja bekannt als das Gold des kleinen Mannes, weil es zum Beispiel auch als Krisenschutz und Wertspeicher verwendet werden kann. Aber wesentlich preiswerter pro Unze ist als Gold. Hallo und herzlich willkommen beim Geld krisensicher und gewinnbringend anlegen YouTube-Kanal. Mein Name ist Carsten Koblitz. Auch heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema. Du erfährst heute hier Antworten zum Thema Silber als Investition. Wie solltest du dich bei Preisschwankungen verhalten und wie geht es generell mit Silber weiter? Wenn das ein Thema ist, welches für dich interessant ist, dann bleib unbedingt dran und schau dir dieses Video bis zum Schluss an. Da der Silberpreis derzeit fällt, anstatt zu steigen, wie von den meisten Investoren, die in Silber investiert sind, erwartet wird und viele Anleger deswegen verunsichert und teilweise gar unruhig sind, sich nicht wohlfühlen bei der ganzen Sache und nicht so richtig wissen, was sie tun sollen, schauen wir uns heute in diesem Video den aktuellen Silberpreis an. Und ganz wichtig, wie sollte man mit den aktuellen Preisen umgehen und auch mit den zukünftigen Preisschwankungen von Silber? Auf was solltest du unbedingt achten und wie wird es wohl mit Silber als Investition weitergehen? Aktuell steht Silber unter 25 US-Dollar pro Unze und bei vielen Anlegern steigt die Nervosität und sie bekommen eine negative Stimmung. Was ist los? Warum steigt der Silberpreis nicht? Soll ich jetzt verkaufen? Und so weiter. Diese und ähnliche Fragen stellen sich immer mehr Anleger. Also ganz ähnliche Fragen wie beim Gold letzte Woche. Falls du an dem Thema Gold ebenfalls interessiert bist, schau dir am besten das Video dazu an. Ich verlinke es unter dem Video. Absolut spannendes Thema, also auch heute wieder für alle, die auf der Suche nach lukrativen Anlagen sind, ihre Finanzen vielleicht gerade auf den Prüfstand stellen und natürlich auch für diejenigen, die Edelmetalle sowieso schon interessant finden. Deswegen noch einmal, bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Da erfährst du dann auch meine derzeitigen Empfehlungen zu Silber und auch zu Gold. Übrigens an dieser Stelle ganz kurz erwähnt, ich erstelle gerade einen sehr ausführlichen Kurs zum Thema Edelmetalle. Warum in Edelmetalle investieren sinnvoll sein kann. Was spricht dafür, was dagegen? Wie kaufen, wo kaufen, wie und wo lagern, wie lange investiert bleiben und so weiter. Für wen ist es überhaupt geeignet? Dieser Kurs wird vermutlich Ende April fertig erstellt sein und wird dir helfen, eine Entscheidungsfindung für dich zu finden, ob du in Edelmetalle investieren solltest oder eben auch nicht. Wenn du Interesse an diesem sehr ausführlichen Kurs hast, kannst du dich hier schon mal vorab registrieren, um eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald der Kurs dann erhältlich ist. Außerdem erhalten die ersten 50, die sich hier eintragen, einen Sonderrabatt in Höhe von 40%. Also wenn dich das Thema Edelmetalle interessiert, trag dich schon mal vorab hier ein. Es lohnt sich definitiv für dich. Versprochen. Machen wir weiter. Obwohl wir derzeit ein Finanzmarktumfeld haben, wo jeder meint, dass jetzt ganz zwangsläufig Gold und Silber steigen müssen, geschieht es eben gerade nicht. Da ich kein Analyst bin, möchte ich jetzt nicht mit irgendwelchen Charts Erklärungen dafür präsentieren. Einige Analysten sind sogar der Meinung, dass Silber durchaus noch weiter im Preis, die sprechen von ca. 20 US-Dollar, fallen kann. Falls du nachinvestieren willst, verlass dich aber bitte nicht darauf und warte nicht, bis der Silberpreis auf 20 US-Dollar genau fällt, weil ganz einfach niemand die Glaskugel hat und jede Analyse, sei es auch von noch so einem Experten, auch immer nur eine Prognose ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eine längerfristige Herangehensweise bei Investitionen bevorzuge, gegenüber kurzfristigen Anlagen oder sogar dem Traden. Die Vorstellung, sein Geld innerhalb von wenigen Augenblicken zu vervielfachen, ist natürlich sehr verlockend. Praxis ist leider allerdings, dass die allermeisten, die aufs schnelle Geld setzen, die Verlierer sind. In den allermeisten Fällen verdienen beim Traden nur die Broker. Also falls du überlegst, in kurzfristige Spekulationen Geld zu investieren, überlege es dir bitte ganz genau. Wenn du es dann doch tun willst, dann nimm dazu bitte nur Geld, welches du auch wirklich verschmerzen kannst, wenn es weg ist. Sprich, wo du Totalverlust deiner Investition akzeptierst, ohne dich dabei zu ärgern.
weil das ist in über 90% der Fälle leider die ernüchternde Realität. Kommen wir noch einmal zu den Analysten. Manche Analysten sagen, dass innerhalb der nächsten 3 bis 6 Monate der Silberpreis explodieren wird und sehr gute Chancen hat, in Richtung 50 US-Dollar und höher zu gehen. Bevor du irgendwo Geld investierst, solltest du dir immer die Frage stellen, was ist dein Ziel deiner Investition? Was bist du für ein Investor? Ein Trader oder eher ein langfristiger Anleger? Als langfristiger Anleger ist es relativ egal, wo der Preis von Silber derzeit steht. Die Frage ist eher, in welche Richtung geht der langfristige Trend? Für langfristige Investoren ist so eine Situation, wie wir sie eben gerade beim Silberpreis erleben, sogar eine gute Gelegenheit, um noch einmal nachzuinvestieren. Falls du schon im Silbermarkt investiert bist, ruf dir bitte ins Gedächtnis, welche Gründe haben dazu geführt, dass du dich für Silber entschieden hast. Du hast vielleicht herausgefunden, dass es durchaus sehr sinnvoll ist, einen Teil seiner Investitionen in diesen immer seltener werdenden Rohstoff zu investieren. Dass Silber nicht nur ähnlich wie Gold ein knappes Gut ist, sich als Krisenschutzinstrument seit Jahrhunderten bestens bewährt hat, auch als Schmuck gefragt ist und dazu noch ein sehr gefragtes Industriemetall ist und so weiter, also viele Vorteile erarbeitet. Vielleicht hast du dich ja auch vor deiner Entscheidung in Silber zu investieren darüber schlau gemacht, dass der Silberpreis noch viel höheren Schwankungen unterliegt als beispielsweise Gold, was kein Nachteil ist. Im Gegenteil, wenn ich diesen Aspekt der hohen Schwankungsbreite nutze, für die, wie ich meine, Königsdisziplin des Investierens, nämlich der regelmäßigen monatlichen Investition, um zum Kaufen zu nutzen, dann ist das sogar ein sehr großer Vorteil für dich als Anleger. Kommen wir nochmal zum aktuellen Silberpreis. Er ist jetzt einfach so, wie er ist. Trotz der bereits steigenden Preise, die wir bereits überall immer mehr spüren, also einer größer werdenden Gefahr einer steigenden Inflation und trotz der vielen Punkte, die meiner Meinung nach ganz klar für eine deutliche Preissteigerung von Silber sprechen, wie zum Beispiel, dass Silber ähnlich wie Gold ein Zahlungsmittel und Wertspeicher ist, eine Alternative zu den derzeitigen offiziellen Währungen ist, ein sehr gefragtes Industriemetall und letztendlich ein knappes Gut ist, welches noch ca. 20 Jahre gefördert werden kann. Diese Gründe und noch einige andere sprechen meiner Meinung nach ganz klar dafür, jetzt nicht nervös zu werden und entweder nachzuinvestieren oder überhaupt damit anzufangen, Silber zu kaufen. Und auf jeden Fall, wer schon welches hat, dieses jetzt nicht zu verkaufen. Falls du Fragen dazu hast und gerne mehr Antworten dazu haben möchtest, kannst du gerne bei mir einen 30 Minuten kostenlosen Ersttermin buchen, hier unter dem Video verlinkt. Wie sollte man mit den jetzigen Silberpreisen umgehen? Das gilt natürlich auch für die Zukunft bei zukünftigen Preisschwankungen. Ich glaube, das ist meine ganz persönliche Meinung, dass Silber auf die nächsten 5 bis 10 Jahre gesehen sogar den Goldpreis outperformen wird. Silber ist und bleibt eine sehr attraktive Option, um dein Vermögen zu erhalten und Gewinne zu erzielen. Trotzdem sage ich natürlich nicht, setze alles auf Silber. Erstens, weil auch ich keine Glaskugel habe und zweitens, weil es auch noch mehr sehr gute Investitionsmöglichkeiten gibt, wie zum Beispiel natürlich auch Gold. Dazu kannst du in anderen Videos von mir mehr erfahren. Oder du nimmst mit mir Kontakt auf, wenn du wissen willst, ob was und welche Verteilung zu dir am besten passt. Fazit, lass dich nicht verunsichern, von wem auch immer. Wenn du bereits in Silber investiert bist, meine ganz klare Empfehlung, bleib dabei. Wenn du kannst, investiere sogar weiterhin in Silber, sowie auch in Gold. Denn langfristig sehe ich beide als sehr gewinnbringende Investitionen. Schau nicht auf die kurzfristigen Bewegungen und wenn du nicht vorhast, nachzuinvestieren, dann schau am besten nicht laufend auf die Preise und lass dich nicht verunsichern, sondern bleib cool und denke an deine langfristige Strategie. Falls du Fragen dazu hast, wie, in welchen Tranchen, wo lagern und so weiter, nimm gern unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse Kontakt mit mir auf oder buche ganz einfach gleich einen kostenlosen Ersttermin mit mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleib gesund, weiterhin alles erdenklich Gute bei allem, was du tust und ganz besonders bei deinen Finanzen. Ciao, ciao und bis zum nächsten Video. Carsten Koblitz.